Fett steht im Verruf. Doch nicht alle Fette sind schlecht, der Organismus benötigt essentielle Fettsäuren. Deshalb ist es wichtig, auf gesunde Fette umzustellen und schlechte zu vermeiden. Zusätzlich gibt es verschiedene Nahrungsmittel, die die Fettverdauung fördern und folglich Verdauungsschwierigkeiten und Übergewicht verhindern können. In diesem Beitrag erfährst du verschiedene Tipps für eine bessere Fettverdauung mit Zitrone, Apfelessig, Tee und Artischocken. Fett ist ein wichtiger Bestandteil der Ernährung. Solange dieses in Maßen und in guter Qualität eingenommen wird. Unter guter Qualität verstehen wir pflanzliche Öle wie beispielsweise folgende. In zahlreichen Studien wurde belegt, dass die Einnahme gesunder Pflanzenöle dazu beitragen kann, Fettansammlungen im Organismus auszuscheiden, das heißt, dass diese sogar beim gesunden Abnehmen helfen. In kleineren Mengen können auch bestimmte tierische Fette verzehrt werden. Zu den gesündesten Fetten tierischen Ursprungs zählen, manche Personen haben Probleme bei der Fettverdauung. Insbesondere bei ungesunden Fetten. Oft hängt dies mit der Leber zusammen, auch wenn dieses Organ nicht krank ist. Funktioniert es vielleicht nicht optimal. In diesem Fall sollte etwas unternommen werden, denn Fette sind für viele Funktionen des Organismus lebenswichtig und langfristig könnte es zu Mangelerscheinungen kommen. In diesem Fall werden folgende Tipps empfohlen. Zitronensaft zählt zu den wirksamsten und preiswertesten Mitteln. Deshalb sollten Zitronen nie fehlen. Auch wenn die Zitrone selbst sauer ist, wirkt sie im Magen basenbildend und hilft bei der Verdauung von Fetten. Außerdem verbessert sie dank des enthaltenen Vitamin C die Aufnahme vieler Nährstoffe. Um von den Vorzügen dieser Zitrusfrucht zu profitieren, empfehlen wir, verschiedene Speisen mit einem Spritzer frischem Zitronensaft zu verfeinern. Insbesondere Gerichte mit tierischem Eiweiß. Auch Apfelessig fördert die Fettverdauung. Aufgrund dieser Eigenschaft werden Zitrone und Apfelessig übrigens auch für die Haushaltsreinigung verwendet, sie sind nämlich ausgezeichnete Fettlöser. Bei Apfelessig muss unbedingt die Qualität beachtet werden, er sollte wenn möglich biologisch mit lebendigen, rohen Fermenten sein, auch wenn es nicht immer einfach ist, diesen zu finden. Im Unterschied zur Zitrone kann Apfelessig bei manchen Personen zu Sodbrennen führen. Ein paar Tropfen zum Essen oder mit Wasser verdünnt kurz vor dem Essen sind jedoch ausreichend, um von den Vorteilen zu profitieren. Grüner und roter Tee werden täglich empfohlen, insbesondere für jene, die etwas abnehmen möchten. Diese Teesorten helfen nämlich ebenfalls ausgezeichnet bei der Fettverdauung. Dabei solltest du jedoch nicht vergessen, dass sie Thein enthalten und deshalb besser nicht abends getrunken werden sollten. Wer an Blutarmut leidet, sollte grünen oder roten Tee nicht zum Essen trinken, da dadurch die korrekte Aufnahme von Eisen erschwert werden könnte. Und NBSP, abschließend empfehlen wir noch ein Mittel, das der Leber hilft, das Fett besser zu verdauen. Alle bitteren Pflanzen unterstützten übrigens die Leberfunktion. Heute empfehlen wir die Artischocken, die nicht nur gebacken oder gekocht, sondern auch als Tee-Artischockenblätter zubereitet werden können. Auch Artischockenextrakt, das mit etwas Wasser vermischt wird, hilft nach dem Essen ausgezeichnet zur Fettverdauung. Und NBSP-Bilder zur Verfügung gestellt von J-Silla, Prolix 6X und Christian Kaden.